Das Problem habe ich wirklich öfter. Je nachdem, ich habe natürlich einen Prüfplatz. Aber manchmal ist es so, dass ich da hinten draußen an jeder Maschine umeinander schraube. Oftmals sogar mehrere, je nachdem, was ich hantiere. Und dann stehe ich da im Dunkeln herin. Im Sommer ist das nicht so ein großes Problem, aber Herbst und Winter ist da herin dann tatsächlich dunkel. Jetzt kann es aber gut sein, das ist eine Werkstatt, es liegt ein Haufen Zeug umeinander. Das ist gefährlich und das Problem möchte ich endlich beseitigen. Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder zuschaut zu einer neuen Folge. Wenn ich morgens in die Werkstatt komme, lege ich da mein ganzes Zeug. Da steht eine Kaffeemaschine, das ist aber zweitrangig. Da liegt das Handy, da sind Ladegeräte, die ganze Ausrüstung an dem Teil dran, an dieser Stromversorgung, die ich in dem Kanal drin habe. Leuchte, die indirekte Leuchte, die ich da drin habe. Selbst der Router, egal was für einen FI schmeißt, möchte, dass da weiterhin Strom drauf ist. Wie kann man das machen? Mit einer USV. Bleibt dabei, da machen wir das miteinander. Jetzt habe ich die Zuleitung von diesem Kanalsystem auf diese Steckdose geklemmt und die Ableitung, also die Steckdosen, sämtliche anderen Steckdosen und auch das indirekte Licht, da habe ich drin eine Klemmstelle gemacht und habe also ein Schuko-Netzanschlusskabel angeklemmt. Und zwischen die zwei Sachen muss jetzt natürlich ein USV. Wenn ich jetzt das direkt anstecke, kann ich es schon wieder betreiben, auch ohne die USV. Das war der Hintergrund, sollte da mal irgendwas fallen oder ich die USV woanders brauche. Aber jetzt spastelt ihr mal die USV dazwischen. Das habt ihr sicherlich schon erraten, das ist das Bluetti-System. In dem Fall oben der Wechselrichter, also das Gehirn der ganzen Geschichte, ist der AC300. Und drunter ein Batteriepack, der B300. Und da handelt es sich natürlich um die LiFePO4 sicher und zuverlässigen Eisenakkus. Die halt um Welten langlebiger sind wie alle anderen, die aktuell auf dem Markt sind. Die Maschine kann 3000 Watt. Die Batterie hat 3072 Wattstunden. Für den Fall reicht das für mich vollkommen aus. Man kann natürlich noch eine zusätzliche Batterie drunter bauen. Man kann da mehrere kombinieren. Aber so, wie es ich jetzt nutze, für eine reine Ausfallsicherung, auf Deutsch gesagt, man könnte da, je nachdem, was man halt braucht, das hängt halt immer davon ab, wo mir draußen in erster Linie da herin ist. Wenn bei mir diese Leuchte da, diese indirekte Leuchte weiterhin im Betrieb bleibt, und auch der Router, dass sich der nicht wieder hinterher verbindet, das ist aber also eine Sache. Hin und wieder mache ich mal einen Livestream. Die ganze Kameratechnik mittlerweile steuert die über WLAN. Ist halt blöd, wenn es einfach ausfällt. Und ausfallen, glaubst du das, tut vielleicht bei normalen Heiselleuten jetzt die Anlage nicht ständig. Bei mir natürlich schon, weil ich ständig irgendwie was repariere oder irgendwas bastelt oder irgendwie was mache. Sei es für die Videos oder auch für mich einfach selber. Freilich habe ich einen reinen Prüfplatz, habe ich auch schon erwähnt, aber oft ist mir das halt einfach zu viel Arbeit, das separat in den Prüfplatz anzustecken. Sei es wie es ist, ich möchte über das System noch ganz ein bisschen reden, das ist halt jetzt nahezu unterbrechungsfrei. Ich tue jetzt dann nicht nur die Sicherung raus, sondern ich tue jetzt ein RCD raus, dann merkt man das, weil dann das Deckenlicht ausfällt. Zack. Deckenlicht ist ausgefallen und das bleibt halt alles im Betrieb. Sogar
sogar die Kaffeemaschine bleibt im Betrieb. Jetzt tue ich das wieder einschalten. Das Licht aktiviere ich wieder. Zack. Und ich bin halt einfach auf der sicheren Seite. Egal wo ich tue, stehe ich da nicht mehr im Dunkeln, weil selbst wenn ich da draußen stehe, durch dieses Licht sehe ich vielleicht nur. Kann durchaus sein, dass ich noch irgendeinen anderen Kreis auch mit dazu hänge. Übrigens zu diesem Licht. Weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ich verlinke euch die Lampen unter mal. Eine komplett neue Anschlusstechnologie. Da mache ich extra ein Video dazu. Und da hat diese eine einzige Feuchtraumleuchte, die da unten dran hängt, 52 Watt, 8900 Lumen. Brutal! Brutal. In der LED-Technik ist ja eh immer die große Diskussion, wenn man jetzt dann vorher ganz normale Leuchtstoffröhren hatte. Man baut die Leuchtstoffröhren runter, baut stattdessen LED rauf, hat man nicht mehr so viel Licht. Stimmt zwar jetzt vom Preis nicht, pro, also die Lumen umgerechnet oder die Lumen umgerechnet auf die Watt, ist nach wie vor die LED-Technik besser. Aber es hat halt einfach nicht gereicht, wenn halt so eine Leuchte 36 Watt oder was gerade oder sogar 40 Watt hat das nicht gereicht. Das ist jetzt die erstens einmal super für einen Laien mit der Anschlusstechnologie und einfach durch die 49 Watt, 8900 Lumen, das ist der absolute Oberhammer. Das ist brutal hell. Was ich finde, sensationell gute an dem System, an dem Blue Yeti, ist die verschiedenen Einstellmodi für die USV, für den USV-Betrieb. Arbeitsmodus, Standard-USV-Modus. Wir haben aber einen zeitgesteuerten USV-Modus, der ist wichtig. Es gibt bestimmte Messsysteme und Einsatzgebiete, wo man verschiedene, zu verschiedenen Zeiten verschiedene unterschiedlich teure Stromtarife hat. Da kann man das anwenden oder einen PV-Vorrang USV-Modus. Wenn ich den aktiviere, kann man bestimmen, wie viel Prozent dieser Akkuladung von der PV-Anlage gemacht werden soll und der Rest wird dann übers Netz dazu gespeist. Und dann hat man noch die individuelle. Da kann man dann alle verschiedenen Dinge, Netzstromaufladung, zeitgesteuerte UV, also alle Komponenten einzeln programmieren, wie man will, dass diese Maschine lädt. Im Klartext heißt das, selbst in diesem USV-Betrieb, wenn ich Solarpanels habe und lade das damit, kann ich Strom sparen. Kann einfach einen Teil über die Panels laden lassen und somit habe ich natürlich über dies her einen kostengünstigen, kostenlosen Strom. Vorgestellt habe ich die Blue Yeti in diesem Video und auf den Button, wenn ihr hindrückt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Das darf ich auch unbedingt empfehlen, weil es geht ständig um solche Videos. Schön, dass du dranbleiben hast, so lange, bis das Video vorbei ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Das darf mir narrisch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nicht verarschen. Fühlt euch gut. Servus. Ciao.